Genau, dann haut der da nicht. Oh, was macht denn jetzt? Alter. Das hatte ich zum Beispiel auch nicht gehabt. Ich frage mich immer, was der Unterschied so zwischen den ganzen Welten ist. Aber er hält sich ungefähr gerade. Aber das Doofe ist natürlich, so wie ich mir das halt, ich habe mir das halt immer so gedacht, ja gut, sobald er dann irgendwie so, wenn ein Stein oder sowas kommt, weil zum Beispiel, warte mal, das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier was hinmache, dann hält er den länger schräg, weil er ja wieder diese bestimmte Höhe erreichen will zwischen dem und dann hält er das länger schief und irgendwann ist er dann so schief, dass er dann komplett einen Umkipper macht. Ich frage mich, warum der immer so kurzzeitig gerade, so komplett schräg steht, meine ich natürlich. Ich versuch mal drauf zu kommen, würde ich gerade sagen. Aber mit draufkommen ist das so eine Sache. Aber vom Prinzip her ist das eigentlich schon relativ cool. Was ich natürlich noch dazu bauen wollte, ist das hier. Ob man denn so ein bisschen, ja, so Hoverboard, so Hoverboard-mäßig denn hier über die Landschaft düsen kann. Und dann das Ganze noch mit links und rechts. Und das meine ich zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich ein Space Shuttle haben möchte, was komplett in der Luft liegt. Alter, meine Haare, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, wenn man jetzt wirklich so ein Space Shuttle haben wollen würde, was komplett in der Luft liegt, was wirklich komplett zu 300 Millionen % steuerbar ist, Grad steuerbar ist, dann muss das ja wirklich einmal nach links muss es fliegen können. Also einmal mit diesem Prinzip gerade nach hinten, links und rechts. Und dann muss der sich noch drehen können. Dann muss er noch hoch und runter, falls er zu hoch geflogen ist, dass er schneller wieder runterkommt. Sowas zum Beispiel. Und das ist relativ kompliziert, wenn man wirklich nur diese 10 Tasten nebeneinander hat. Wenn man den Nummerblock hat, dann könnte man das sogar noch relativ gut hinbekommen. Aber so würde ich behaupten, dass das relativ schwer ist. So, das Doofe an der Sache ist... Oh Mann, meine mickrigen Beine kommen da nicht hoch. Das Doofe an der Sache ist, glaube ich, also entweder der Sitz... Okay, der ist gerade. Aber das Doofe ist natürlich, der Sitz ist ungleichmäßig jetzt verteilt hier auf der Plattform. Und ich glaube, das bringt die Thruster schon ein bisschen durcheinander. Aber die Sensoren, na, mal gucken, ob die das hinkriegen, ob die das geregelt bekommen, den Regelkreislauf. Regelkreislauf der Dinge. So. Warte mal. Ich mach das mal anders. Einen Rückwärtsgang baue ich auch noch ein. Sozusagen. Und links und rechts, das kann ja so bleiben. Obwohl, warte mal. Genau, so habe ich das gemacht. Erkläre ich kurz, wie ich das denn mit dem links und rechts mache. Und zwar... Moment, ich muss mal husten. So, links ist denn, wenn man... Warte, muss ich selber erstmal überlegen. Links, da müssen denn die beiden hier, also einmal die und einmal die, und dann spielen die sozusagen miteinander und drücken das Gefährt in eine gemeinsame Richtung oder drehen es in eine gemeinsame Richtung. Und das ist das Doofe, man muss ja echt extrem umdenken. So. Lalala. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Ich probiere es einfach mal, auch wenn ich wahrscheinlich eh nicht auf das Gefährt drauf kommen werde. Obwohl, warte mal, ich kann ja den Lift... Ach, schön. Ich überlege, kann ich, wenn ich hier einmal drauf bin, kann ich denn die Thruster einstellen? Obwohl, nee, das wird ein bisschen zu kompliziert. So. Ich probiere erst mal nur eine Stufe schneller. Ach, so ging das ja auch, stimmt. Brauche ich eigentlich jedes Mal mit der Maus ran. Gut. Okay, immer noch zu schwer. Jetzt müsste es aber eigentlich hinhauen. Ja, und das sieht man jetzt gerade schon ein bisschen. Warte mal, theoretisch kann ich jetzt mal drauf springen. Aber man sieht schon ein bisschen, der will immer so anfangen, so komplett durcheinander zu kommen. Und dann ist es natürlich schwer, das alles gerade zu halten. Vor allem, wenn das nur solches, so eine einfache Steuerung ist.
Ich frage mich auch, ob das so mit anderen Objekten auch funktioniert, wenn jetzt hier zum Beispiel, wie zum Beispiel die Rakete rumliegt. Siehst du, da haut er jetzt zum Beispiel ab. Weil er denkt so, Alter, Gefahr, Gefahr, oh, oh, Gefahr. Und jetzt sieht er hier überall gefahren. Und einmal ist es sogar so extrem ins Schwingen gekommen. Aber jetzt hält er sich wieder gerade. Ich glaube, ich stelle ins Wasser noch ein bisschen stärker ein. Ja, und einmal ist er so extrem ins Schwingen gekommen, da ist der... Da hat er sich einmal komplett selber entschärft. Also ist sozusagen auf dem Kopf gelandet. So, na gut, alles klar. Dann nochmal ein bisschen hier was an der Stärke ändern. Ein kleines Problem ist echt immer das Draufkommen auf diese Gefährte. So, und Momentchen, ich setze mal kurz eine Mütze auf. So. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler, aber ich glaube, muss ich ein bisschen Lautstärke ändern. Obwohl, nee, kann eigentlich so bleiben. Scrap-Mechanik hält sich ja sowieso immer so ein bisschen in Grenzen, was Geräusche angeht. Und Musik. Wäre natürlich schön, wenn die jetzt ein bisschen Musik spielen würden. So, sitzt alles, das Kopfkondom. Ja, ich habe das Gefühl, dass das Ding jetzt abhaut. Alter. Ja, ist immer doof, weil wirklich, der hat dann immer so mit Eimer hat er dann wieder extreme Power und dann stößt er sich zu weit nach oben. Also von daher war das eigentlich eben gerade schon relativ gut. Aber der, na, das ist ein bisschen doof, weil da gibt es kein Mittelding jetzt zum Beispiel zwischen den Thrustern. Au. Weil wenn ich jetzt wieder einen Lascher stelle, also einmal weniger Power. So. Nein, das war einmal zu viel, Esk. So, wenn ich jetzt einmal weniger Power setze, dann ist er zwar auch relativ stabil, aber der schleudert sich halt nicht zu sehr in die Luft. Warte mal. Vielleicht denke ich auch ein bisschen zu doof. Obwohl, ich glaube, hier hatten wir das vorher schon. Ich probiere jetzt einfach mal. So geht es ja relativ schnell hier mit der WASD-Methode. Ja, und das ist wieder zu schwer. Ja, das ist ein bisschen doof. Ein bisschen Feintuning bei den Thrustern wäre natürlich auch nicht schlecht. Und da kommt dann wieder die Sache, was ich meinte mit den Infokärtchen. Da kommt das wieder ins Spiel, sodass man zum Beispiel bei den Thrustern einstellen könnte, hebt so und so viel Kilo. Und dann könnte man zum Beispiel gucken, ja, bei dem Gerät, wie viel das wiegt. Und dann das daraufhin anpassen durch 4. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was ich noch... Warte mal, ich wollte noch hier mit dem Lift... Ich wollte hier vorher noch anpassen. So, 1. Ja, wie mache ich denn das am besten? Ich glaube, 2 mache ich vorne. Das heißt, links, gerade und rechts. Und 4 ist dann rückwärts. Einfach, weil wir es eh nicht so oft verwenden. So, gerade, rückwärts, links und rechts. Ja, ist auf dem Lift, ist, was weiß ich. Oh, schön, jetzt sind wir einmal drauf gekommen. Aber das Gute ist, wenn ich jetzt hier Vollgas gebe, der regelt sich sofort wieder. Das ist wirklich geil. Der regelt sich wieder relativ gut. Ja gut, ich darf nicht zu sehr Gas geben. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Thruster ein bisschen krass eingestellt sind. Alter, aber relativ cool, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut hinhaut. Und der regelt sich auch relativ gut. Ja gut, ich meine, manchmal hier so eine Kanten darf man nicht zu schnell springen. Hoho. Aber er regelt sich relativ gut wieder gerade. Na gut, dann fliegen wir mal wieder zurück. Alter, geil, das könnte unsere neue Fortbewegungsmethode sein. Oh. Oder auch nicht. Aber schön. You spin me right round. Na gut. Ich glaube, warte mal, dann stelle ich dir nochmal einen Lascher. Ein Lascher, Alter. So. Einmal ein bisschen weniger Power. Nanu. Weil ich glaube, dadurch... Ja gut, ich meine, einerseits sind wir dadurch ein bisschen schneller unterwegs, aber dadurch wird das alles dann auch viel mehr schwammiger. Oder viel schwammiger. Nein! So, ich muss hier einen richtigen Moment abpassen. Ja, und natürlich mit dem Einsteigen ist noch ein bisschen doof. Nein! Hm.
habe ich hier zu kämpfen mit dem Gerät. So, jetzt bist du wieder unter meiner Fuchtel. So, jetzt geht's eigentlich sogar relativ gut. Das habe ich zum Beispiel auch mal überlegt, ob man so ein komplett selbststeuerndes Gerät bauen könnte. Aber ich glaube so, tja, eine Ablaufsteuerung, ich glaube sowas gibt es doch nicht wirklich. Das Einzige, womit man das machen könnte, das geht doch. Das fällt mir gerade auf. Moment, ich steig mal kurz ab. Aber das ist relativ... Muss ich mir jetzt selber erstmal auf die Schulter klopfen? Nein, natürlich nicht, aber es funktioniert relativ gut. Andererseits mit der Ablaufsteuerung, das könnte man in dem... Weil das Einzige, wo man ja wirklich einen Ablauf abspeichern könnte, ist mit dem Controller. Und mit einer Drehbewegung kann man sich nicht so schnell bzw. so gut fortbewegen. Was man natürlich noch machen könnte... Warte mal. Ah ne, mit dem Controller, da kann ich ja das nur verbinden. Aber das geht nicht, oder? Wenn wir die... Obwohl, abmachen können wir die gerade nicht. Aber ich glaube, allgemein kann man die Turbine nicht verbinden mit einem Controller. Ne, das geht nicht. Aber man könnte es natürlich so realisieren, dass man mit der Drehbewegung könnte man so in relativ schnellem Tempo hier halt sowas vorschieben, dass das wirklich so... Sagen wir mal so, ist es auf 35 Grad und dann bei 40 Grad, also wo das dann relativ zeitnah auch ran oder die Sicht hier versperrt oder den Sensor sozusagen aktivieren lässt, dass das sozusagen innerhalb relativ kurzer Zeit die Turbine aktiviert. So könnte man wirklich eine Ablaufsteuerung bauen. Aber die Frage ist natürlich, wie man sowas noch umsetzt. Ich glaube, da werde ich mal so im Off ein bisschen noch rumprobieren. Na gut, dann komm mal runter. Ach schade, ich wollte gerade mit WASD... Aber relativ cool, er nimmt die Hindernisse, na gut, manchmal bleibt er ein bisschen haken. Aber ansonsten nimmt er die Hindernisse relativ gelassen mit. Ich probiere mal mit dem hier ein bisschen berghoch zu kommen, aber ich glaube fast, das wird ein bisschen, wird ein bisschen schwerer. Alter. Na gut, geländetauglich ist ja, ist das Ding noch nicht so wirklich. Aber es hält sich halbwegs vernünftig im Rahmen. Na, kommst du hoch? Na, war klar. Na gut, schade. Aber von der Idee her finde ich das ehrlich gesagt relativ cool mit dem Sensor. Oh, wie die Turbine die ganze Zeit. Erinnert mich so ein bisschen an District 9, wo die da diesen komischen, diese von der Kommandozentrale immer diese komischen Drohnen hatten, die so die ganze Zeit. Das fand ich relativ cool. So, na denn, park dich mal in der Luft ab. Ja gut, ist ein bisschen doof. Der kommt halt immer wieder, der springt halt jedes Mal wieder in die Luft. Was ich natürlich mal... Alter, genau im richtigen Moment abgesprungen. Was ich natürlich mal probieren könnte. Okay, ab der Höhe ungefähr. Ab der Höhe ungefähr sind die gleich an. Und wenn die sich von Anfang an, wenn die gar nicht erst in dieses Schwingen reinkommen, dann hält er sich auch relativ gerade. Obwohl, der wird... Der wird früher oder später wird er sowieso ins Schwingen kommen, weil sobald er einmal alle gleichzeitig aus sind, weil er zu hoch in die Luft geschleudert wurde, sobald das einmal war, fängt er dann sofort wieder an damit, in alte Gewohnheiten zu verfallen. Nein! Das wollte ich nicht. So, das wollte ich. Man könnte auch theoretisch... Stimmt, das habe ich auch in dem anderen mit eingebaut, mit einem Controller, dass man sozusagen mit einer bestimmten Taste dann sozusagen alle gleichzeitig überdeckt und dann hast du sozusagen die Möglichkeit auch komplett in Space abzudriften. Genau, und da ist denn das passiert, was ihr da in der anderen Welt gesehen habt. Warte, Moment mal, ich überlege gerade, welche Folge das war. Vor 3 Folgen oder so, wo ich da nochmal kurz in die andere Welt abgedriftet bin. Ja, und dann landet das Ding sonst wo. Ja, ich Schlaumeier, hab dann natürlich auch die Schalter umgelegt und die Sensoren waren dann permanent überdeckt und ja, daraus folgte denn, dass unser Gefährt einmal abgehauen ist. So. Die ganze Sache stoppen ist natürlich auch noch seine Sache. Weil sobald er wieder nach unten kommt... Ah, warte mal, ich habe gerade noch eine Idee. So. Wir können ja hier solche Stützbeine hinbauen, so wie von so einer Drohne oder so. Aber die Frage ist natürlich, wie wir das am besten machen können. Ah, ich habe schon eine Idee. Theoretisch reichen ja 4 Stück.
logischerweise, dann könnte ich ja hier eine Rotation Plate, dann mache ich die hier überall hin, damit das auch halbwegs ausgeglichen ist vom Gewicht her. Aber ich glaube, fast Rotation Plates haben die eigentlich ein Gewicht. Light White. Na gut. Ist ja nicht so wild. Ich glaube, das macht den Kohl auch nicht fett, weil das ist ja auch nicht 100% gerade und vor allem die Knöpfe da vorne. Obwohl, das kann natürlich sein, dass das sich durch die Knöpfe dann austauscht, weil durch den Sitz ist das ja ein bisschen nach hinten verlagert. Obwohl, hier haben wir auch noch den Controller. Warum haben wir hier einen Controller? Achso, ich habe den, stimmt, der habe ich ja hingebaut aus Versehen. Beziehungsweise, ich wollte ja was probieren.